So, liebe Leute, Rennen Nummer 15, das letzte Europa-Rennen steht jetzt an heute und wir sind zu Gast in Monza in Italien. Das Land der Tifosi, Pizza und Pasta, wobei Pasta, glaube ich, meines Wissens aus China kommt. Aber es wird zumindest damit gerne in Verbindung gebracht, nur so nebenbei. Ja, wie dem auch sei, wir sind, wie gesagt, zu Gast in Italien und wollen natürlich hier wieder einen Schritt nach vorne machen in Richtung einer guten Endplatzierung in der WM. Das neue Auto für die neue Saison ist schon fertig, beziehungsweise das neue Design ist schon durch. Ich habe mir da so ein bisschen meine Gedanken gemacht, wie wir die Saison auftreten werden. Es wird definitiv wieder ein neues Team geben, so wie wir das gerne machen in der neuen Saison. Letzte Saison sind wir ja angefangen mit Arrows, dann haben wir weitergemacht mit Jaguar, dann sind wir bei Minardi gegangen. Irgendwann ging es in Richtung Brawn, also da haben wir viel gemacht und diese nächste Saison gibt es auf jeden Fall ein neues Team. Das ist schon mal klar, aber wie gesagt, welches es wird, wir sehen uns in 7 Rennen. So, auf jeden Fall können wir jetzt erstmal das Sponsoring erneuern. Das können wir so lassen, wie wir eigentlich das hatten. Schade, dass wir eigentlich die Sponsoren, glaube ich, nicht auf dem Auto sehen. Das ist ein bisschen schade, beziehungsweise während des Rennens. Wir haben jetzt ungefähr 6, irgendwas Millionen und können mal ein bisschen Richtung Marketing gehen. Ja, können wir nicht ganz. Doch, wir können. Und zwar gehen wir auf die Aktivitätenplanung, weil da könnte es durchaus neue Auswirkungen geben. So, also, gucken wir mal in den F&E-Baum, ob wir da irgendwas haben. Ja, ich würde sowas in der Art empfehlen. Machen wir mal rein. Die Strahlzielfähigkeit haben wir so gut wie noch gar nichts getan. Einzig nur bisher bei der Power. So, also, ja, eigentlich ist Samstag, 2. September, wir im Gang, 9. September, das heißt, wir werden auf jeden Fall, können wir zu Italien, nach dem Italien Grand Prix, kurz vor dem nächsten Grand Prix, das ist dann nächste Woche in Singapur, werden wir ein bisschen was haben. So, Podiumsplatz, Party, ich mach mal für die Party, für das Podium. Und wir nehmen nochmal ein Fahrer-PR-Video dabei und dann gehen wir rein ins Wochenende. So, ich gehe mal kurz auf die Reifenauswahl. Wir fahren heute, okay, das passt so. Und zum Rennwochenende Freitraining heute hier aus Italien. Darf wieder ein bisschen mehr Fahrbetrieb sein. Voraussetzung, das Wetter im Spiel mit. Ich weiß ja nicht, wie das Wetter sein wird. Das kann ja auch sein. Es regnet wirklich das ganze Rennwochenende. Dann werden wir es natürlich ein bisschen weniger haben. Aber ich hoffe natürlich, dass wir hier ein bisschen trockene Bedingungen haben. Aber gucken wir mal, wie gesagt. Nee. Natürlich. So, also, es wird nur im Qualifying regnen. Naja, damit kann man so halbwegs ein bisschen leben. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn wir halt natürlich die, wenn wir das ganze Rennwochenende trocken haben, trocken hätten, aber leider gibt es im Qualifying ein bisschen Regen. Naja, wie dem auch sei, wird schon irgendwie mitnehmen. Ja. Gib mich die Bedingungen am Ende. Es wird am Ende leicht trocken werden. Ja, vielleicht haben wir ein bisschen Glück, dass wir am Ende nochmal ein bisschen was Trockenes haben. Aber wie dem auch sei, wir müssen halt damit irgendwo leben. So, gut, gehen wir rauf auf die Strecke. Heute 15, Training Nummer 1. So, da sind wir. Ich bleib trotzdem mal im Trocken-Setup in Italien.
So, gehen wir mal raus. So, halbe Stunde Zeit hier in Monza, um eine halbwegs schnelle Runde zu fahren. Das heißt, halbwegs schnelle Runde. Wir fahren sowieso meistens in Long Run. Ich will natürlich das Training hier gewinnen, klar. Aber schauen wir mal, wie dieses Wochenende überhaupt hier läuft. Ob wir überhaupt eine Chance haben, irgendwas mitzunehmen, irgendwas zu reißen. Jetzt am Sonntag werde ich uns wieder fahren. Großer Preis von Mexiko. Das war jetzt letzte Woche mein letztes Rennen, wo ich kommentieren werde. Oder kommentiert habe hier in den USA. Und jetzt geht es wie gesagt weiter dann mit dem nächsten großen Preis. Und das ist dann Mexiko. Und dann haben wir auch nicht mehr allzu viele Rennen. Dann ist die Saison durch. Und dann müssen wir mal gucken, wie es nächste Saison mit dem neuen Team aussieht. Na, aber gucken wir mal. Da mache ich mir jetzt gar keine Gedanken noch drum. So, da fahren wir jetzt hier gleich Richtung Station. Die Kurve ist gar nicht mal so ungefährlich. Wenn man hier ein bisschen zu sehr auf den Körper drauf fliegt, dann kann das mal durchaus einem Einschlag enden. So. Und das wollen wir natürlich ganz gewaltig verhindern, aber mal schauen, ist das gut. Wenn wir den Weltmeistertitel werden wir diese Saison nicht mehr holen. Da muss jetzt sehr, sehr viel passieren. Da müssen wir nächste Saison mal schauen. Ich bin mal gespannt, ob zu den... Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Ja. Mal gucken, ob der Multi-Modus die nächste Saison drin ist. Sonst müssen wir mal überlegen, mit welchem Team wir in die neue Saison starten werden. Etwa 2021. Da steht aber noch gar nicht fest. Wir haben jetzt gerade mal Mitte März. Oder fast Ende März und das steht auch gar nicht fest, wo man macht. Also, erste schnelle Runde haben wir schon mal auf die Reihe bekommen. Eieiei, das haben wir ja übelst verkackt, die Kurve hier. We've only got two laps of fuel left. Frage ist, was passiert als 23,7. Das ist natürlich nicht wirklich für die Spitze geeignet, die Zeit. Aber gut, wir fahren auf Medium. Ich fahre jetzt mich bewusst mal ein bisschen auf den Hafen etwas langsamer rein, wenn wir die am Rennen brauchen. Da es im Rennen ja trocken sein wird. Boah, das ist jetzt auf Medium hinter uns. Fuel is marginal. Box within two laps. Ein paar Minütchen, wenn wir noch mal raus müssen. Wieder dieser... enge Kurve hier. Diese Haarnadel. Wir gehen mal auf Mager. Die Runde ist sehr am Arsch. Ich spare mal gerade noch ein bisschen. Nehme mir gerade noch ein bisschen Sprit mit. Oder spare mir da ein bisschen.
Also momentan führe der Vorwärter Bottas. Gucken wir mal gerade die Zeit ab. Fahr hinter mir. Repeat that. There's interference. Na, welche Überraschung. Fahr hinter mir. Couldn't receive that. Repeat the message. Oh, Jeff, halt die Klappe. Fahrer hinter mir. Say again, you're breaking up. Fahrer hinter mir, Mann. Bottas is behind you. Their best lap time is a 1:23.8. Box this lap, please. Box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Also, wie gesagt, gerade in Richtung Walter Bottas, der hat 23,8 gefahren und so langsam momentan als wir. Und hier kommt die Linie mit verdammt früh. Da muss er mich echt höllisch aufpassen, dass der nicht mit Vollspeed rein da rein krasst. So, dann geht's mal für uns zurück in die Garage. So, ich trinke mal gerade einen kurzen Schluck, dann bin ich sofort für euch wieder da. So, da bin ich wieder auf der Strecke. Es geht weiter heute mit beziehungsweise mit unserem freien Training hier. Make sure to run some of our practice programs. They don't all need to be done in one session, but there's valuable data there to help race strategy and car development. When you're ready, let's go. So, wir fahren auch mal nochmal auf die Strecke. Wir haben nur so ein, zwei Ründchen. Die Strecke ist relativ kurz, also führen wir momentan vor Bottas und dem man Racing vor. Dann Chuck Norris, ja, Lando Norris natürlich, Entschuldigung. Das sind zumindest erstmal die ersten. Noch kein Hamilton, noch kein Vettel, noch kein Leclerc. Noch gar nichts momentan, was uns irgendwie groß gefällt. Kein Sainz. Aber mal gucken, was die alle noch fahren für Reifen. Nein, für Zeiten. Ja, Reifen auch. Zeiten ist eigentlich eher das Wichtigere. Und wir werden nochmal ein, zwei Ründchen auf die Strecke bringen. Und dann passt das soweit auch. Ich fahre ja mal runter bis 20 Minuten. Dann haben wir mal 10 Minuten pro Session. So, Vettel jetzt auf Medium auf 4, verdrängt jetzt Lenz 2. So, ich gebe mal jetzt ein bisschen mehr Power. Mehr Power! Wow. Um vielleicht noch mal eine Zeit zu verbessern. Ja, da fahren sie alle noch mal raus. Heute ist es ein McLaren, der jetzt um die Kurve hier schleicht, um diese Haarnadel hier schleicht. Ah, die Runde haben wir natürlich schön mitgenommen, also beziehungsweise schön verkackt die Kurve, damit haben wir auch richtig Zeit liegen lassen. Na, Platz 2 Belgien soll natürlich hier auch in Italien das nächste Podiumplätzchen folgen. Bottas war nicht zu schlagen. Wobei ich der bei dem sicher bin, dass der eigentlich die Saison den Titel klar mal letzten hat, so löst er mit, Junge. Und die Saison wird wahrscheinlich der zweite, mehr andere Mercedes sein. Aber mal schauen, wie es am Ende der Saison rauskommt. So, Sainz ist es jetzt gerade, der vor uns rumfährt. So, ich nehme jetzt gerade noch ein bisschen die Power mit. Das ist ein McLaren, der noch ohne Zeit im uns heißt. Deswegen auch nur auf einer 20 liegt.
Ja, 1.22.3, da haben wir nämlich einen Schilder mal mitgenommen. So, jetzt bist du besser durchgekommen mit der Power, einfach mitgenommen. Und damit funktioniert das Ganze schon mal so ein bisschen. Die Runde fängt schon mal wieder ein bisschen besser an, als das, was wir letzte Runde getan haben. Verloren. Das wird doch mal eine neue Bestzeit werden. Wenn wir die Runde mit nach Hause nehmen, wohlgemerkt. So, also die neue Weste haben wir einfach mitgenommen. Jetzt sind wir führend da. 1.23.1. Das wurde auf jeden Fall nochmal zwei neue Weste hintereinander. Klar, wir haben am Ende viel verloren. Nochmal an Zeit, da wäre nochmal was drin gewesen. Vielleicht ein 22er Zeit mit ein bisschen Glück. Aber ich muss gerade mal was gucken, noch schnell. Ach, nein, nicht die Rückblende. Nicht die Rückblende. Ich wollte mich auf die Fahrhilfen gehen. Und ich war auch TK komplett, deswegen ist die Runde eigentlich auch, hätte noch ein bisschen was besser sein können, weil ich bin, wir sind nämlich letzte Woche Kanada gefahren, also letzte Woche Dienstag, und da hat es geregnet, da habe ich meine TK nämlich auch komplett rumgestellt, also im Starkregen. Na, den lasse ich mal kurz ziehen wieder. Sainz ist Dritter. Hat sich jetzt Perez verdrängt, wurde aber jetzt gerade in dem Moment von Max Verstappen verdrängt. This lap, please. Box this lap. So, dann machen wir hier Feierabend. So, schön runterbremsen, nicht zu schnell über die Linie, dass wir keine Strafe bekommen, sondern einfach weitermachen können. So, wir sind tatsächlich ein bisschen länger gefahren, als ich das eigentlich so mir vorgestellt habe oder gedacht habe. So. Also 1.23.1 ist momentan unsere Bestzeit, die wir gefahren haben. Ich denke, da wird nicht viel mit Soft kommen. Ist ja deine Mercedes, packt nochmal richtig jetzt einer weg mit den Soft und will natürlich da vorne. Lewis Hamilton jetzt Fünfter auf Hard. Also vier Runden haben wir jetzt auch gefahren, ähnlich wie die Spitze. Gut, das hat man auch vier. Bottas fährt sogar doppelt so viel mit 8 Runden. Kommt aber in unsere Zeit nicht mehr ran. Damit haben wir es geschafft. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richards, Bottas und Max Verstappen. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir das diesmal auf die Reihe bekommen. In Kanada haben wir ja auch so ähnlich gefahren. Da hat uns das Safety Car so ein bisschen das Rennen versaut. Da war man nämlich ganz vorne, haben immer wieder weiter Stück ausgebaut, dann kam das blöde Safety Car und hatten wir sie wieder alle an der Backe kleben. Und da konnten wir dann nicht mehr uns absetzen im zweiten Stint, nach dem Reifenwechsel.
Aber gut, mal gucken, wie es jetzt hier in Italien wird. Italien hoffe ich zumindest auf einen Rennsieg. Ein bisschen poker ich da drauf, weil klar, wir wollen natürlich mit dem Team Richtung Platz 4, Platz 3 in der Konstrukteurswärme, weil es dann nochmal richtig Kohle geben würde. Aber schauen wir mal. Ich habe letztes Mal auch 10 Millionen bekommen für Platz 4. Daher abwarten einfach, wie wir es machen. So, Training 2, liebe Leute. Wir schauen mal aufs Top. Track is still green. Try and take it easy for the first couple of laps. Ja, ich denke mal, so 3-4 Ründchen fahren wir auch nochmal auf den. Wenn möglich auf den roten. So, ich mache natürlich jetzt erstmal alles wieder aus. Oh, zieht ein bisschen zu, aber soll ja halt leider morgen im Qualifying regnen. Das finde ich halt ein bisschen schade. Ja, da ist man gerade mal kurz das Heck weggegangen ein bisschen. Die Frage ist, ob wir heute hier nochmal Regen sehen, weil dann müssen wir nämlich ein bisschen drauf pokern, dass wir hier nochmal eine schnelle Runde gesetzt bekommen. Sonst ist das Thema Spitzenplatz hier auch schon weg. Aber gucken wir mal. Ja, nächste Rennen, wie gesagt, oder nächste. Das letzte Europa-Rennen hier. Nächste Rennen ist ja dann schon Singapur und dann geht es ja schon straight Richtung Finale. So viel ist es dann auch nicht mehr zu fahren. So, da gehen wir mal hoch. Und kipp ihn. Also, wie gesagt, 1,22, 1 hat ihm gereicht, um die Beste um Platz 1 zu holen im Training. So, da vorne fällt einer raus. Ist der Teamkollege, weil ich das richtig sehe. Nee, ist Ricciardo. Ach, leck mich doch am Arsch, dass du genau in dem Moment davor bremst. Also, das kann ich. Scheiße, die Runde ist am Arsch. Ja, da muss ich ein bisschen das sehr früh bremsen, um auszuweichen. Die Runde nicht mitzunehmen. Um das Auto nicht mitzunehmen, den Renault. Naja, schauen wir mal. So, dann gehe ich jetzt mal ein bisschen wieder auf Power, weil wir jetzt nochmal den zweiten Versuch setzen wollen, um eine Runde mit, eine halbwegs vernünftige Runde mitzunehmen. Ricciardo geht nämlich gleich auch auf seine gezeitete Runde. Der lässt aber ordentlich abreißen. Sieht so aus, als würde der Renault heute nicht hinterher kommen können. Diesmal müssen wir so ein bisschen besser passen, die Runde. Uiuiui. Ja gut, aber klar, die Runde war ja, der Sektor war ja ungültig. Müssen wir mal gucken. Sektor 1, Bestzeit. Leichter Crash der hier. Ah, ich hoffe, dass es halt trocken bleibt. Oder beziehungsweise so trocken bleibt, dass wir zumindest eine Runde gesetzt bekommen. Dann ist es mir egal, weil dann habe ich meinen Soll, dann habe ich meine schnelle Runde. Mein Ziel ist es ja, dieses Rennwochenende zu dominieren. Aber darf man das schaffen, bleibt abzuwarten, vor allem, weil es halt morgen leider regnen wird.
das kann das durchaus mal ein bisschen noch versauen. Ah, 1,21, ach, tja, Sektor. So, ist toll. Jetzt raus aus der Box. Ricardo jetzt hinter unserem Medium. Wahrscheinlich mit guten Abstand. Fahr hinter mir. Didn't catch that. Say again. Natürlich. Fahrer hinter mir. Ricardo behind. Their best lap time is a 1 minute 24.1. 24,1, also das sind 2,3 Sekunden. Die Softshiller sind als die Mediums. ...1,24,1 hat er gefahren. Box this lap, please. Box this lap. Gut, haben sie mal sogar die Runde mehr, nehmen wir die Bestzeit sogar mit. Dabei war die erste Runde noch ungültig, also das war ja nur die eine Runde jetzt, die wir mitgenommen haben. So, ich gehe jetzt in die Box, hol mir nochmal einen neuen Satz Reifen. Und das war zu schnell. Das war ein bisschen zu fix auf der Strecke. Beziehungsweise in die Box rein. So, jetzt gehen wir nochmal rein auf die Nummer 9 Satz holen. So, dann kann man nochmal rein. War nochmal raus. All set. Everyone clear. Car to track. Wir haben nur noch gute 23 Minütchen hier Zeit. Also, ja, so viel wird sich werden. Ich werde zwei Runden lernen und dann ist gut. Ich nehme das Medium raus. Los, wir klären momentan weiter und gucken wir mal, was er gefahren hat. Fahr rein, Tamir. Say that again, we're having trouble receiving. Ach, Jeff, geh mir nicht auf die Nüsse mit deinem Scheiß, ey. Fahrer hinter mir. Stroll is behind you. Their best lap time is a 1:22.9. Also Stroll hinter mir momentan mit 1:22.9. Das ist etwas über eine Sekunde, die wir momentan dem Rest des Feldes abnehmen. Aber wie gesagt, das Blöde ist halt, dass es morgen noch regnen wird. Sonst hätte man eine Möglichkeit vielleicht... für ziemlich sicher die Pole zu holen, aber naja, wichtig ist eigentlich auch erst am Sonntag. Na guck. Naja, schauen wir einfach mal, wie es wird. Vielleicht mache ich mir gerade zum viel Sorgen. Weil ich mag den Regen ja nicht so, weil das ja so ein bisschen die Chancengleichheit war, weil wir momentan auf den Top-Greifen klar schneller sind. Aber da hoffe ich, dass wir so viel weit wirklich nach vorne stehen, weil ich stand glaube ich in Belgien auf 5. Sind jetzt weiter geworden. Und mit den Bottas habe ich nicht mehr kriegen können. Also die drei anderen, die vor mir standen, die habe ich kassieren können. Aber gucken wir mal, wie gesagt, alles ist gut. Vielleicht mache ich mir, wie gesagt, auch so unnötig Sorgen. So, also raus auf die Strecke. Und versuchen nochmal eine schnelle Runde mitzunehmen hier. Diesmal haben wir am ersten Versuch den frischen Satz drauf. Den mussten wir ja erste Runde ein bisschen abbrechen. Weil ich da wohl ein bisschen zu fix war gegen Ricciardo, den ich fast da mitgenommen hätte. Bestzeit Sektor 1. Jedenfalls knapp, aber wir haben eine Bestzeit.
Nehmen jetzt auch ein bisschen was mit noch. 2. Sektor, genau, passt auf jeden Fall. Kriegen wir nochmal eine Runde gehen, ne? Auf jeden Fall nochmal eine Stelle. Dann hätten wir momentan 21,6. Vielleicht kriegen wir auch 21,5 noch hin, aber da fehlt noch ein Mühe. Fehlt noch Mühe. Na, ja, wird nicht, wir haben verloren. Das wird nicht mal eine 1. Doch, 21,6, aber so gerade noch. So, damit haben wir es geschafft. Das Content ist der. Unsere Trainingszeit ist soweit abgelaufen. Hamilton, der zweite, fast voll. Und Räikkönen auf 4, der momentan Leclerc bügelt. Räikkönen, der zumindest in seinem letzten gesetzten Grand Prix fährt, hier in Italien. Also, letzten Italien Grand Prix fährt. Der ist ja. Steht ja schon fest, dass der nach der Saison auf. Ich bin mal gespannt, wer es wird. Auch bei uns soll sich wahrscheinlich was tun. Ich hoffe, dass ich den Mick vielleicht bei Alpha geparkt bekomme. Und wir gucken mal, was wir in der nächsten Saison holen können. Ob da noch irgendwie. Sagen wir holen uns noch. Ich will ja gerne noch einen Erfahrenen, aber ich habe da so meine Liste. Ob das überlegt. Mal gucken, was finanziell vor allen Dingen da rauskommt. Oder wie es finanziell passt. So rum ist es richtig. Ich brauche wie meinen zweiten Fahrer. Nichts jetzt gegen Mick, der ist ganz schlechter, aber ich brauche. Ich brauche einen zweiten Fahrer, der mir regelmäßig mit Punkte holt, weil sonst wird es schwierig werden, in der nächsten Saison oder ab der nächsten Saison mal ganz, ganz vorne anzugreifen, weil ich mit dem KWM und das ist halt das große, große Ziel. Dann irgendwann zumindest. So, ab in die Box, damit sind wir durch. Freie Training Nummer 2 ist abgearbeitet. So, okay. Ja, dann machen wir mal eben hier einen kleinen finalen Cut. Eine halbe Sekunde. Oh, Lewis Hamilton, eine halbe Sekunde hinter uns mit Medium. Also der wird auf jeden Fall auch nochmal was mit Wörtchen mitreden. Und zwar im dritten Sektor hat er gut Zeit gemacht. Da haben wir dicke verloren. Allerdings im ersten und zweiten Sektor haben wir absolute Bestzeiten gefahren. Weil im ersten Sektor mit 26,1 natürlich super dabei sind. Also. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten. Richards, Hamilton und Lance Stroll. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Genau so ist es. Und damit haben wir das auch abgearbeitet. Kommen auf die Ende. Oh, mega auf 17, ne? Viertel nur auf 16. Ja, mal gucken, was haben die wie sind die KWM? Gerade gegen Renault und McLaren, die werden auf jeden Fall nochmal ein ordentliches Stück an Punkten holen wollen. Und deswegen brauche ich dringend einen zweiten Fahrer, der mir oder dem Team die Punkte mit beschert. So, auf jeden Fall geht es jetzt gleich weiter mit dem dritten freien Training schon. So, da sind wir. Back on the track. Oder back at the track. Warum ist es? Leclerc, ja, momentan nur hinter uns. Gut, dann gehen wir rein ins dritte, den dritten Abschnitt. Ich glaube, einmal wechseln müssen wir auf jeden Fall noch, das weiß ich. Einmal müssen wir nochmal durchwechseln. So.
Da sind wir an der Strecke zurück. Ja, da waren wir mal raus. Und zwar instant, weil klar, umso freier die Strecke, umso besser ist es, um unsere Runden abzuarbeiten. Wir sind jetzt schon im dritten noch ein Training an diesem Freitag. Hier in Italien. Also momentan sieht es gut aus. In Richtung Grand Prix Sieg, das wäre diese Saison, glaube ich, der dritte. Aber wie gesagt, es kann noch so viel passieren. Morgen soll es regnen. Vielleicht haben wir noch minimal Glück nochmal am Ende des Qualifyings, vielleicht im ganz trockenen nochmal zurückzuschlagen. Vielleicht immer auf Stop eine Bestzeit zu setzen. Aber wie gesagt, es wird natürlich noch sehr viel passieren. Bin mal gespannt. Runden stehen ja dann am Sonntag noch an, also morgen das Qualifying, Runde 18 Minuten und dann das Rennen. 18 Runden hier in Italien. Bin mal gespannt, wie es halt wird. Ferrari möchte nämlich auch gerne was zurückschlagen. Die wollen auch nochmal ein gutes Ergebnis holen fürs Team. So. Oh, da geht Mercedes auf die Strecke. Die hatte ich nach so früh noch nicht erwartet, nach 28 Minuten. Oder beziehungsweise nach 2 Minuten eigentlich sind sie ja erst. Hätte ich nicht erwartet, dass die schon so früh rausgehen. Aber okay. Und steht Gott sei Dank jetzt erstmal noch keiner im Weg, deswegen war es auch richtig, so früh rauszugehen. Weil ich jetzt noch auf dem Auto, was auf der Outlet ist. Warte mal. Ein Auto, was auf der Outlet ist, dass es da zum Weg steht, so wie es bei zum Beispiel bei Ricciardo war im zweiten freien Training. Das möchte ich jetzt gerade so ein bisschen verhindern. Aber wie gesagt, alles gut. Gerade ein bisschen aufpassen, da sind wir ein bisschen zu weit raus, zu viel Power verloren, zu viel Speed verloren. Auch hier sind wir viel zu weit rausgekommen. Das hat auf jeden Fall dicke Zeit gekostet, das war weit über eine halbe Sekunde, die uns hier gerade gekostet hat. So, deutlich besser um die Kurve gekommen hier. Trotzdem nichts grün. Mal gucken, ist gleich, wenn wir die Power mitnehmen. Ah, da muss ich die Tür so aufmachen. Two laps of fuel remaining. Eine Sekunde, und dann auf Kurs 21.3. Vielleicht kriegen wir so mit 21.2 sogar noch hin. Als 21.1. So, dann fahre ich jetzt nämlich mal kurz hier. Okay, you need to come in before you run out of fuel. Pit within 2 laps. Ja, die konnte ich nicht stehen lassen. Ja, fahr, der Williams da vorne. Oh ja, es wird natürlich jetzt
Wir halten natürlich jetzt übelst den Verkehr auf hier. King, der da überhaupt nicht gerade, der Gelb sieht und dachte, oh, ich gehe mal runter auf die Links. Jetzt ein kleiner Fight mit Valtteri Bottas, das ist klar, aber gut. Die Frage, wie kriegen wir, können wir verpflichten? Ja, ich hätte ja gern so einen Russell oder so. Für die neue Saison. Ja, aber wie gesagt, mal schauen. Reicht die Kohle auch etwas für einen gestandenen Fahrer? Natürlich, klar, träumt man von dem Hamilton, von dem Verstappen, von dem Bottas, ja klar, aber mal gucken, was halt final am Ende drin sein wird. Also, man kostet halt auch alles, ne? Weil die Ablöse und vor allem auch Gehalt kostet alles ein bisschen. Gut, wir haben 6 Millionen oder sowas gerade. Wir könnten uns tatsächlich noch zur neuen Saison nochmal neu vielleicht was leisten. Mal gucken, müssen wir halt gucken, was damit rauskommt. Und dazu wäre es nämlich sehr wichtig, um richtig weit vorne in die KWM, in der Konzept KWM zu fahren, um halt am Ende raus um Geld rauszuholen. Und vielleicht den einen oder anderen Fahrer. Oh, schon wieder ein bisschen zu schnell. Nee, hat gepasst diesmal. Also, momentan vor Matasso und vor Giovinazzi und wir sind schon quasi damit durch mit dem freien Training, weil, gut, wir sind im ersten relativ viel gefahren, wir sind im zweiten relativ viel gefahren und ich denke, hier passt das auch soweit. Machen wir mal hier einen kleinen Cut. Und man muss jetzt halt so ein bisschen was gut werden. Ja, ist halt einfach so. Standard programs over the course of practice. It'll be a boost to car development if we can log that data, so we should do our best to do so before the end of the session. Also, aber gut, weit vorne, 2,1 Sekunden, also haben echt, ja, wir haben auf jeden Fall bombig getroffen, die Runde, definitiv, das ist ein, da hat's echt mal einfach funktioniert, ohne dass wir irgendwo groß rausgekommen sind. Gut, wir haben den kleinen Cut mit drin, ziehen wir die halbe Sekunde mit ab, dann werden wir 21,6 und sind immer noch 1,5 Sekunden, die war da vorne sind. Ja, momentan scheint es wohl in Italien zu funktionieren, aber wie gesagt, das ist nur das freie Training, ne? Das Qualifying ist leider morgen verregnet, aber die Frage ist, wie weit das Wetter trocken, ob es trocken wird oder ob es nass bis zum Ende bleibt, wie auch immer, das ist halt sehr viele Faktoren. Vielleicht haben wir ja irgendwo doch noch ein bisschen Glück rauszuholen. Die Faktisch Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richards, Ricardo und Lando Norris. Was für eine unglaubliche Trainingssession, aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Genau so ist es. Also auf jeden Fall haben wir schon mal den Freitag komplett dominiert, der gehört uns. Aber es kann natürlich alles noch passieren, ne? So, der Samstag, wie gesagt, wird es verregnet. Das ist bitter halt einfach, aber es ist nicht änderbar. Kann man halt leider nicht ändern. Ich würde es gerne, aber es ist halt nicht möglich. Na gut, damit haben wir es geschafft mit dem freien Training. Das Qualifying ist jetzt das nächste, was es ansteht. Also beziehungsweise nicht heute, sondern morgen 14 Uhr, wie immer. Und am Montag geht es halt mit einem neuen Projekt weiter. Geht es nämlich dann mit Assetto Corsa endlich weiter. Grid ist jetzt quasi abgearbeitet. Das war jetzt gestern die letzte Folge. Und jetzt geht es weiter dann mit Assetto Corsa. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal noch auf die Formel 1. Alles andere läuft ja soweit durch. Naja. Dauert jetzt einen kleinen Moment, bis der sich hier irgendwo mal zurechtgeladen hat. Genau so ist es. Und dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Nämlich morgen um 14 Uhr dann mit dem Qualifikationstraining und da schauen wir mal, können wir hier unsere Pole holen oder können wir sie nicht holen? Die große Frage bleibt hoffentlich dann mit Ja beantwortet. Mal schauen einfach mal. Bis dahin und tschüss.